recht schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie da sind, zu dieser späten Stunde am Dienstagabend, zu diesem Nachtaktiv-Spezial. Wir beteiligen uns mit dieser Veranstaltung heute an einer weltweiten Lesung, die vom Internationalen Literaturfestival Berlin initiiert wurde. Wir, das sind heute die Lesebühne Cottbus, vertreten durch Matthias Heine. Wir, das sind die Schauspielerinnen. Die Schauspielerinnen Johanna Emil Fülle, Heidrun Bartholomäus, Wolfgang Jeber, unser geschäftsführender Direktor Martin Röder, die Musiker Dagmar Klauk und Frank Bernard. Sophia Lumbitz und Bettina Janssen. Der 4. Juni ist ein besonderes Datum. Heute jährt sich zum 24. Mal das Massaker, das 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens stattgefunden hat. Dieses Datum ist einer der Eckpfeiler für die Biografie von Libby Feng, von der wir nur sehr wenig wissen. Libby Feng, heute 48 Jahre alt, er ist ein chinesischer Dichter, ein Regimekritiker, ein Kämpfer für Demokratie. Und sein Leben ist geprägt im Grunde genommen von immer wieder stattfindender willkürlicher staatlicher Repression. Nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 wurde Libby Feng das erste Mal verhaftet und für 5 Jahre kam er ins Gefängnis. Er saß von 1989 bis 1994 im Gefängnis. In dieser Zeit lernte er einen anderen Dichter kennen, Liao Yiwu. Die beiden wurden Freunde. Ein zweites Mal verhaftet wurde Libby Feng nach 1997, nachdem er berichtet hatte über die Arbeiterproteste in seiner Heimatregion Mianyang. Er wurde zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt und saß also zum zweiten Mal von 1998 bis 2005 im Gefängnis. Im September 2011 wurde er wegen Wirtschaftsverbrechen erneut inhaftiert und nun zu 12 Jahren verhaftet. Sein Freund, der Schriftsteller Liao Yiwu, ist in der Zwischenzeit nach Deutschland geflüchtet. Er lebt jetzt in Berlin. Er ist einer der Initiatoren, Mitinitiatoren dieser Lesung, die heute an verschiedenen Orten in Deutschland, aber auch weltweit stattfindet. Und er ist auch einer der inzwischen zahlreichen Menschen, die den Appell zur Freilassung von Libby Feng unterzeichnet haben, den wir uns heute mit dieser Veranstaltung sehr gerne anschließen möchten. Appell zur Freilassung von Libby Feng. Wie man sich Feinde schafft. Übersetzt aus dem Chinesischen von Karin Welz. Die Justiz in China hat einen Mann, der für die Demokratie kämpft, zu 12 Jahren Haft verurteilt. Liao Yiwu fordert von der chinesischen Regierung die Freilassung des Schriftstellers Li Bifang. Kaum war der Vorhang nach dem 18. Parteitag der kommunistischen Diktatoren Chinas gefallen, wurde der Untergrundschriftsteller Li Bifang zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Wir sehen darin das Signal für einen gefährlichen Rückschritt. Libby Feng und der Schriftsteller Liao Yiwu haben sich im Gefängnis Nummer 3 der Provinz Sichuan kennengelernt, wo man nach dem Massaker vom 4. Juni 1989 außer ihnen noch 20 weitere politische Häftlinge eingepfercht hatte. Sie waren die einzigen, die an diesem Ort wegen ihrer fatalen Liebe zur Literatur zueinander fanden. Auch wenn sie bisweilen wegen unterschiedlicher Auffassungen über das Schreiben aneinander gerieten, blieben sie auch nach der Haftentlassung in freundschaftlichem Kontakt miteinander. Sie tauschten Manuskripte und ihre Ansichten über das Leben aus. Libby Feng war Optimist. Er wollte hoch hinaus und widmete sich neben dem Schreiben der Demokratiebewegung. Liao Yiwu war Pessimist. Ihn zog es nach unten, wo er neben dem Flötenspiel in dunklen Spelunken in einem Berg von Schriftwerken unterging.
Endlose Geheimverhöre. Libby Fang musste 1998 ein zweites Mal ins Gefängnis, weil er einen Bericht über die mutige Sitzblockade auf einer Autobahn durch eine Gruppe von Textilarbeitern in seiner Heimat Mianyang verfasst und dem Ausland ansässigen Menschenrechtsorganisation zugespielt hatte. Nach einem halben Jahr auf der Flucht vor den alarmierten Behörden wurde er schließlich gefasst. Dieses Mal hatten die kommunistischen Diktatoren ihre Strategie geändert und verurteilten ihn wegen angeblicher Wirtschaftskriminalität zu weiteren 7 Jahren Haft. 2011 sperrten sie ihn ein drittes Mal ein. 2 Monate nachdem Liao Yiwu heimlich über die chinesisch-vietnamesische Grenze außer Landes geflüchtet war. Noch während sich von September 2011 bis Mai 2012 die endlosen Geheimverhöre von Li hinzogen, erfuhr der inzwischen nach Deutschland gelangte Liao zufällig, dass Li Bifangs Verhaftung mit seiner eigenen Flucht zu tun habe. Schockiert musste er feststellen, dass die Polizei Li vorwarf, diese habe durch finanzielle bzw. aktive Hilfestellung die Flucht des Freundes ermöglicht. Tatsächlich hatte Li Bifang mit Liao Yiwus Flucht nicht das Geringste zu schaffen. Teufelskreis aus Armut und Despotie. Nun ist Li Bifang abermals zu 12 Jahren Haft verurteilt worden, wieder wegen angeblicher Wirtschaftsdelikte. Es handelt sich strategisch um einen besonderen Zeitpunkt. Die Machtkämpfe sind vorläufig beendet, eine neue Garde betritt die Bühne und lässt die Muskeln spielen. Und tausende Kilometer von der Hauptstadt entfernt, wird in einem Gerichtssaal der Kleinstadt Cheong in der Provinz Sichuan trotz des Plädoyers des Verteidigers, der darauf pocht, dass es in diesem Fall weder Beweise noch Geschädigte gab, nach mehrfacher Vertagung des Gerichtsverfahrens ein unbekannter Dichter zu einer schweren Strafe verurteilt. Li Bifang ist 48 Jahre alt und wird nach Ablauf dieser Haft 24 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht haben. Li ist zusammen mit Liu Xiaobo, dem inhaftierten Friedensnobelpreisträger des Jahres 2010, durch das Massaker vom Tiananmenplatz vom Juni 1989 zu einer Symbolfigur der chinesischen Geschichte geworden. Liu Xiaobo allerdings ist ein typischer Vertreter der intellektuellen Elite, der in seinen Briefen an Liao Yiwu stets daran festhielt, ein chinesischer Václav Havel oder Martin Luther King sein zu wollen und sich, ganz wie jene Idealisten, als Hoffnungsträger sieht. Im Gegensatz dazu erwartet Li Bifang nicht mehr als das Schicksal der ganzen sozialen Bewegung Chinas auf Graswurzelebene. Sie besteht aus der großen, schweigenden Masse, der es weder an den Idealen noch am Verantwortungsgefühl der intellektuellen Elite mangelt und die doch wie Ratten in schmutzigen Abwassergräben verborgen lebt. Diesen in einem Teufelskreis aus Armut und Despotie gefangenen Ratten wurde über Nacht ein ewiges Schweigeverbot auferlegt, nachdem sie zuvor die Straßen unzähliger chinesischer Städte überflutet und für eine gerechte Sache demonstriert hatten, bis ihre hitzköpfige Empörung mit dem Kriegsrecht und den Gewehrsalven der staatlichen Armeesoldaten beantwortet wurde. Rekordverdächtige Fluchtversuche. Liao Yiwu gesteht, dass ihm Li Bifang in den vergangenen Jahren in aller Heimlichkeit sehr viel Wärme hat zuteil werden lassen. Jene Art von Wärme, die sich Ratten zuteil werden lassen, wenn sie ihr Fell aneinander reiben. Sein Vertrauen hat Liao ihm allerdings nicht geschenkt. 2 Monate vor dessen Flucht, der Künstler Ai Weiwei war gerade erst auf dem Pekinger Flughafen verschwunden, hatte Li Bifang seinen Freund zum Essen eingeladen. Während sie sich, wie gewohnt, über das Schreiben unterhielten, fragte Li ihn unvermittelt, ob er Geld brauche. Liao Yiwu verneinte, er brauche kein Geld. Li Bifang fragte weiter, brauchst du ein Schlupfloch? Ich gehe nirgends hin, hat Liao Yiwu ihm geantwortet. Liao war damals durch die Frage alarmiert. Und er gratulierte sich dazu, dass der in den Weissagungen des Buches der Wandlungen versierte Freund kein Wort aus ihm herausbekommen hatte. Li Bifangs eigene Fluchtversuche nach dem 4. Juni 1989 hätten einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde verdient. Gleich nach dem Massaker von Tiananmen war er zum ersten Mal mit anderen zusammen in Yunnan über die Grenze geflüchtet.
Er war schon einige Kilometer weit ins Landesinnere von Burma vorgedrungen, als ihn die dortigen kommunistischen Behörden schnappten und brav an die Genossen in China auslieferten. Dort wurde er zunächst einmal so zusammengeschlagen, dass er bis heute verkrüppelt ist. Eine Spur von Menschlichkeit. Nach 5 Jahren Haft war Lee gerade erst entlassen worden, als er abermals versuchte, sich davonzumachen. Er schaffte es bis zur chinesisch-russischen Grenze im Nordosten und bestach einen Menschenhändler, der ihn außer Landes bringen wollte. Als er schon den Frachtcontainer besteigen wollte, hörte er mit an, wie der Menschenhändler einem anderen zuflüsterte, er wolle Lee als Zwangsarbeiter nach Qifeng in die innere Mongolei verkaufen. Li Bifan türmte und durchquerte daraufhin ganz China, bis er in den Süden nach Shenzhen gelangte, wo er hoffte, über die Transitstrecke nach Hongkong zu kommen. 2 Stunden blieb er unbehelligt, ehe er den Verdacht der Grenzpolizei erregte und sofort verhaftet wurde. Später unternahm er noch 3 oder 4 weitere Fluchtversuche. Und Liao Yiwu wusste nicht, ob er über diese Aktionen lachen oder weinen sollte. Wie hätte ein solcher Pechvogel, den sie immer wieder geschnappt haben, ihm beim eigenen Fluchtversuch helfen können? Aber Chinas Diktatoren sind in ihrer schematischen Denkweise so brutal wie dämlich. Pech für Li Bifan. Wenn er seine 12 Jahre abgesessen hat, wird er ein Mann von 60 Jahren sein. Selbst wenn er es dann noch in die freie Welt schaffen sollte, wird es ihm, der kein Wort in einer Fremdsprache spricht, nicht viel nützen. Thank you.
Auszüge aus für ein Lied und 100 Lieder. Ein Zeugenbericht aus chinesischen Gefängnissen. Von Yao Yiwu, Originaltitel My Testimony, aus dem Chinesischen von Hans-Peter Hoffmann, S. Fischer, 2011. Es schmerzte ein wenig, als mich auf einmal von unten eine Stimme rief. Ich beugte mich zur Seite. Es war ein Kerl mit einem großen Kopf und einer Brille auf der Nase. Gefangener stand unterstrichen auf seinen Klamotten, die aussahen wie eine übergroße Schuluniform. Ich bin Li Feng, lachte er bescheiden. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie sind ein berühmter Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns hier treffen würden. So höflich hatte seit Jahren niemand mit mir gesprochen. Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, einem alten Bekannten begegnet zu sein. Li Bifeng sah mein Stutzen, nahm hastig seine Mütze vom Kopf und ließ ein weiteres Stück von seinem ausladenden Schädel sehen. Ich habe Ihre tote Stadt gelesen, die gelbe Stadt sehr oft sogar. Als Sie in Nianyang waren, um Ihre Schwester zu besuchen, hätte ich fast nicht an mich halten können und Sie besucht. Schade. Wirklich? Ich war überwältigt von so viel Freundlichkeit, machte, dass ich von dem Bett herunterkam und mich zu meinem neuen Freund setzte. Sie kannten meine Schwester? Bevor mein Freund Wenxiang verhaftet wurde, war er mit ihrer Schwester in der gleichen Einheit. Er sagt, als ihre Schwester starb, hätten die weiblichen Gefangenen auf der Farm Neues China furchtbar geheult. Sie hätten aus eigenem Antrieb Geld gesammelt für einen Trauerflor und ein Gebinde. Ach, eine gute Frau. Stimmt, das stimmt, gab ich zurück. Aus dem Mund eines Fremden über meine Schwester reden zu hören, regte mich derart auf, dass ich etwas barsch wurde. Bald gibt es zu essen, bremste mich Libby vor. Sie sollten sich ein paar Minuten ausruhen, wir sehen uns nachher. Ich stand da wie eine Ölgötze und zog einen Schuh nach. Li Bifeng hatte sich in Luft aufgelöst. Also, hiss deinen Magen und lauf, dachte ich verärgert. Aber mir war nicht klar, dass das die Art des Dichters und Aktivisten Li Bifeng war. Er war immer in Eile, er war in der Zeit unterwegs und immer am falschen Ort. Das Abendessen wurde gerade ausgegeben, als Li Bifeng mit einer Nudelschale in Händen gerannt kam. Ich habe hier gesalzenes Gemüse, sagte er und ging auf der Stelle in die Hocke. Der Gruppenführer neben uns, ein Mann namens Chang und Selbstgefangener, begrüßte ihn. Na, du Spinner? Wie ich höre, bist du ein guter Wahrsager. Also machst du es irgendwann mal für mich? Li Bifeng sagte, ich kann das nur mit dem Buch der Wandlungen. Na, dann wirfst du halt Schafgarben. Du machst es doch nicht wie der alte Mao und lockst die Schlangen aus ihren Höhlen und rennst dann auf dem Fuß zur Regierung und erzählst ihnen, ich würde hier feudalistischen Aberglauben machen. Was heißt hier Schlangen aus ihren Höhlen? Die alte Abgottschlange da zwischen meinen Beinen ist schon 10 Jahre nicht mehr aus ihrer Höhle gekommen. Bei der Rechtsabweichlerkampagne 57 hat der alte Mao damit vor aller Augen jongliert, wollte Li Bifeng erklären, aber da war die Meute längst am Lachen. Ich zog ihn weg. Auf dem großen Hof mit dem Basketballplatz hockten und standen die Gefangenen zusammen und aßen ihre Nudeln. Auf der Terrasse im ersten Stock stand ein Gefängniswärter von mittlerem Alter. Er war in einen Militärmantel gehüllt. Sie beobachten uns, warnte ich. Das macht nichts. Das ist einfach eine professionelle Angewohnheit bei den Polizeihunden, sagte Li Bifeng. In diesem Kreis sitzen politische Gefangene aus mehreren Generationen. Da müssen sie ihre Wachsamkeit erhöhen. Der dürre Kerl dort am schwarzen Brett sieht die meiste Zeit aus wie ein lethargischer Opiumraucher. Aber beim Essen ist er flink wie ein Taschendieb. Wenn er ein bisschen Zeit hat, schnappt er sich seine kaputte Gitarre und singt Liebeslieder. Er spielt schauderhaft. In den letzten beiden Tagen hat er sich in so ein Schlagersternchen vom Land verliebt. Sie heißt Yang Yuying. Ununterbrochen spielt er ihr bekanntestes Lied. Die Berge sind voll Liebe und die Bäche voller Lachen. Aber dieser Bitterkürbis findet nicht das kleinste bisschen Liebe und auch nicht das kleinste Lachen. Er war Agent. Agent der Kuomintang. Hättest du ihm das angesehen? Heute gibt es noch Agenten, zweifelte ich. Leute wie du und ich erkennen das natürlich nicht.
Aber wenn du mit ihm in Kontakt kommst, wirst du merken, dass er wirklich anders ist als normale Menschen. Er lacht immer so verschüchtert. Aber er wird niemals auch nur ein halbes Wort über seinen Fall rauslassen. Bis einmal beim Studium der Erziehungszeitung, da haben alle erfahren, dass da ein Spion mit ihnen eingesperrt ist. Der Chef des Spionagerings ist in der ersten Zeit nach der Befreiung untergetaucht. Das war ein Oberst. In den 80er Jahren hat er dann über Verwandte den Kontakt zum taiwanischen Geheimdienst wieder aufgenommen, hat entsprechende finanzielle Unterstützung bekommen und in Chongqing seine Geheimdienstzentrale aufgebaut. Er selbst nannte sich Leiter der Zentrale und hat ein gutes Dutzend Geheimdienstmitarbeiter herangezogen. Unnötig zu erwähnen, dass er Informationen über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammentrug. Das versteht sich von selbst. Aber sie machten auch eine Aktion, die weltweit Aufmerksamkeit erregte. Vom Dach eines großen Gebäudes gegenüber dem Seeperlenplatz im Kanton entrollten sie ein gewaltiges, über 20 Meter langes Transparent. Die drei Prinzipien des Volkes vereinen China. Wie ich gehört habe, war jedes Zeichen mindestens so groß wie der Tisch des Vorsitzenden bei einem Staatsbankett. Das waren Agenten. Das reaktionäre Transparent zog am helllichten Tag mehrere Stunden lang die Aufmerksamkeit auf sich, bevor es von einem pensionierten Kader entdeckt wurde, dem die Politik am Herzen lag. Sehr eigenartig. Wahrscheinlich hing um das reaktionäre Transparent so viel Reklame, dass es keiner bemerkt hat. Woher weißt du das alles? Wichtige Verbrechen stehen in der Zeitung, in allen Einzelheiten. Das ist im ganzen Gefängnis rundgegangen. Bei der großen Versammlung habe ich den Chef von unserem Spion Chang und den anderen gesehen. Ein ausgemergelter alter Mann mit durchsichtigen Augen. Unser Chang wurde als letzter angeklagt. 7 Jahre. Der Alte bekam lebenslänglich. Bei Spionen gibt es keine Strafminderung. Ihre Losung war: grünes Land aus der Wüste. Nur, dass er in der Wüste verdurstet ist, seufzte ich. Wenn es keine Wiedervereinigung beider Seiten der Taiwanstraße gibt, dann ist es egal, wo man stirbt, schloss Li Bifeng und wechselte das Thema. Dem alten weißhaarigen Kerl im Bett unter ihnen haben die Rebellen während der Kulturrevolution die Wohnung konfisziert. Er hat sich den Kerlen widersetzt. Resultat: eine Person kam ums Leben. Eigentlich hätte er hingerichtet werden müssen. Aber infolge seiner Selbstanzeige wurde seine Strafe abgemildert auf Hinrichtung auf Bewährung. Er sitzt schon 24 Jahre. Sein Vergehen bezeichnen sie als konterrevolutionäre Gewalt und Mord. Ich atmete erstaunt durch. Wie hat er das ausgehalten? In diesem Kreis hier will niemand über seinen Fall reden, von den Konterrevolutionären von 89 abgesehen. Vielleicht sind sie nach vielen Jahren der Umerziehung durch Arbeit müde geworden und zu faul, das alles wieder und wieder durchzukauen. Sehen Sie, der da hinten das Geschirr spült, das war die Nummer 3 in der Pflaumenblütenpartei. Die Nummer 1 und die Nummer 2 wurden hingerichtet. Er hat lebenslänglich. Die Pflaumenblütenpartei? Sagte ich verblüfft. Als ich ein Kind war, habe ich auf Bekanntmachung den Namen dieser konterrevolutionären Organisation gelesen. Wie die reaktionären religiösen Bruderschaften. Außerdem gab es da noch einen Kaiser, der offiziell den Thron bestiegen hat. Er war einmal bei mir in der gleichen Zelle. Er hat ständig im inneren Kanon des Gelben Kaisers gelesen. Im vergangenen Monat wurde der Kaiser auf einer großen Gefangenenversammlung von dem Politkommissar des Gefängnisses zurechtgewiesen. Seine Majestät wollte sich für einen Fernkurs an der Universität anmelden, aber er hatte kein Geld für die Studiengebühren. Aber Not macht erfinderisch. Also erließ er ein kaiserliches Dekret an Yang Zemin und Li Peng, ihm aus dem Staatsschatz die Auslagen zu erstatten, damit ihre Majestät ihr Studium abschließen kann. Haben Sie das jetzt erfunden? Ich soll verflucht sein. Das kaiserliche Edikt war mit Kugelschreiber geschrieben. Es ging los mit zu Händen der beiden hohen Minister Yang und Li. Den Wachhabenden hat es den Angstschweiß auf die Stirn getrieben, so erschrocken waren sie. Wenn das ein paar Jahre früher gewesen wäre, hätte es für ein paar Jahre zusätzlich gereicht. Ich verzog den Mund, aber ich konnte nicht lachen und wollte auch nicht wissen, wie das Ganze ausgegangen war. Li Bifeng floss immer noch das Herz über. Vermutlich hätte er ein paar Tage und Nächte lang über ähnliche Personen erzählen können. Wenn man sich das erste Mal begegnet, gibt es noch den Reiz des Neuen. Wenn die Neugierde nachlässt, dann wird alles zur Last, träge und monoton. Du wirst von normalerweise kohleverschmierten Gesichtern belästigt, die Stimme wird steif
Du willst möglichst weg und an die frische Luft. Das grausame und langweilige Leben, die persönliche Geschichte von Massen von Verschwörern wird auf diese Weise von einer Plauderei zur nächsten verhackstückt, vertrödelt und nach zum spurlosen Verschwinden gebracht. Aufzug aus dem Gefängnistagebuch von Liebe V. Erinnerungen an das erste Mal im Knast. 15. Juni 1998, heiter nach Regen. Damals kam Liao Yibu nach jedem Abendessen und lud mich zu einem Spaziergang ein. Wir gingen um den nicht gerade großen Platz herum, zogen einen Kreis nach dem anderen, redeten über Gott und die Welt und wurden immer zwangloser. Aber oft konnte es geschehen, dass es wegen Liaos Bissigkeit anstrengend wurde, mit ihm zusammenzuarbeiten und mit ihm zu sprechen, sodass ich ständig und überall auf der Hut war. Ich hatte ein Prinzip: nicht diskutieren mit Leuten, die einem unbedingt ein Ohr abkauen müssen, und ganz gleich, was so einer redet, auf keinen Fall eine eigene Meinung oder Ansicht preisgeben. Womöglich, weil Liao Yibu ein Genie ist, ging er bei mir mit allem hausieren. Und auch hier war das Geschäft zwischen Verkäufer und Empfänger nicht gleichberechtigt. So haben die Engländer damals den Chinesen ihr Opium verkauft. Natürlich sind Liao und ich Freunde und ich sollte nicht zu kritisch über unsere Beziehung sprechen. Doch wenn ich heute an all das denke, bin ich vor allem erstaunt über den Expansionswunsch dieses Menschen. Dass Liao und ich Freunde sind, kann man nicht bestreiten. Aber wo kam diese Ungleichheit zwischen uns her, sobald wir zusammen waren? Es war wie bei diesen jungen Leuten, die noch keine oder gerade erst 20 Jahre alt in diese Zelle gesperrt waren, die in großer Mehrheit aus Sehnsucht nach und der gleichzeitigen Unerreichbarkeit von Frauen unweigerlich bei der Masturbation Zuflucht suchten. So wird auch ein Genie, das eingesperrt ist und keinen Ort hat, seine Gedanken kundzutun, jede Gelegenheit nutzen, sein Gehirn zu erleichtern, ganz egal, ob sein Gegenüber das fassen kann oder nicht. Das hat mich an Mao Zedong erinnert und das harte Leben am Anfang und auf halber Strecke des langen Marsches, wo er trotz allem weiter unablässig mit Xie Zixian Liebe gemacht und ihr eine Schwangerschaft und eine Abtreibung nach der anderen eingehandelt hat. Erst als sie in Yan'an waren, konnte er sich ein paar Dinge von der Seele schreiben. Das war seine Art, sich die Sehnsucht von der Seele zu schaffen. Wobei, was man da ausscheidet, direkt den Vorgang der Ausscheidung beeinflusst. Ein sexuell ausgehungerter Sträfling sucht sich als Träger das in der Tiefe seines Bewusstseins verankerte andere Geschlecht oder seine eigenen Geschlechtsorgane. Was aber ist der Same eines Genies? Der Same eines Genies sind seine Gedanken, die vielen Gegensätzlichkeiten im kollektiven Bewusstsein des Menschen. Vielleicht habe ich unwillkürlich bei den geistigen Ergüssen von Liao, dem Bärtigen, eine Menge Ideen mitbekommen. Erst nach dem Mittagessen zeigte sich die Sonne ein wenig, aber träge. Und manche nutzten die Gelegenheit, sich hinzulegen. Unser Redner Li Bifan hatte mit mir einen Besuch beim Kaiser verabredet. Das war schon ungewöhnlich genug. Aber ich hatte doch nicht erwartet, dass der wahre Drache und Sohn des Himmels ein kleines, altes Männchen mit bekümmertem Gesicht sein würde, das mich unter der halbkahlen Stirn her mit den Augen eines Kampfhahns anschaute. »Hallo, Kaiser«, sagte Li Bifan zur Begrüßung. »Das heißt, lang lebe das Großväterchen«, murmelte der Kaiser. »Schließlich bin ich von Tausenden von Untertanen willkommen geheißen worden, als ich von den Bergen von Chang'an nach Sichuan zurückkehrte und den Thron bestiegen habe.« Zu seinen Füßen lag der im ganzen Gefängnis berühmte Juwa, das Schnapsbaby, ein Verrückter, der mit einem halben Grinsen seine verfaulten Schneidezähne freilegte. Der Kerl war das ganze Jahr über in eine traditionelle Baumwolljacke gewickelt, die mit einem Strohseil zusammengebunden war. Die Mütze des Umerziehungslagers auf dem Kopf und ein schmutziges, farbiges Handtuch, das als Ohrenschutz diente, um die Wangen.
Er sah aus wie ein aus dem Grab gestiegener japanischer Invasor und Gangster. Er und der Kaiser waren unzertrennlich, weil nur er dessen Erlasse ohne Murren befolgte. Ich bin gerade dabei, den alten Juwa einer Operation zu unterziehen. Der Kaiser wedelte mit einem gezahnten, rostfleckigen Messer, um dem Geschwür auf seinem Fußrücken den Garaus zu machen. Li Bifan nahm ihm rasch das 2 Zoll lange Messer ab. Dann nahm seine Majestät den schmerzenden Fuß seines Untertans in beide Hände, saugte eine Weile heftig daran und spuckte wieder und wieder das eitrige Blut vor die Tür. Juwa stöhnte und vergoss gleichzeitig ein paar Tränen, aber seine Vorderzähne lagen in ewigem Lächeln frei und gaben etwas von ihrem Glanz ab an die Kummermiene des Kaisers. Könnt ihr euch nicht infizieren? Sagte ich besorgt. Der menschliche Speichel ist das beste Desinfektionsmittel. Außerdem habe ich den Drachenspeichel, plapperte der Kaiser. Unwillkürlich hob er den Kopf, schaute mich eine halbe Ewigkeit aus nächster Nähe an, um mich dann auf einmal zur Seite zu ziehen und mir ins Ohr zu flüstern, der Himmel schickt Hilfe. Ich wandte mich ab vor diesem Mundgeruch, der aus den tiefsten Tiefen seiner Seele zu kommen schien. Und der Kaiser sagte stirnrunzelnd, glaubst du nicht? Der Sohn des Himmels macht keine Witze. Ich gab das zu und zog mich zurück. Draußen wehte das Geschrei der Eule herüber. Yang Wei und ich fegten schließlich den Haupteingang, warteten, bis es 3 Uhr Nachmittag war, um erst dann mit der Masse der Werkshallensträflinge in Gruppen in die Duschräume zu gehen. Und das erste Mal seit Jahren heiß zu duschen. Mir war so leicht ums Herz, dass ich zu schweben vermeinte wie ein Heiliger. Li Bifan aus dem Chinesischen von Hans-Peter Hofmann. Augen versiegte Brunnen. Augen versiegte Brunnen. Fruchtbar am Grund streifende Blicke der Liebe Saat, verascht im Brand der Tränen. Wir wohnen auf der anderen Seite der Trauer, sehen jenseits der Mauer ferne Sonne, ferne Berge, im Traum in der Nacht ferne Menschen. In den Netzen der Sehnsucht birgt sich, was vereinzelt geschah, da soll es wuchern, Bein in Bein. Thank you.
für ein Lied und 100 Lieder von Liao Yiwu. Das ist alles, weil du dieses Gemeinschaftsfoto von uns ins Ausland weitergegeben hast, dieses im Übrigen dort links zu sehen, weitergegeben hast, sagte Li Bifang gleich nach seiner Entlassung. Wie es heißt, war es auf der Innenseite des Deckblatts der amerikanischen Newsweek und auf dem Titelblatt der Hongkonger Zeitschrift Qin Chao. 6 politische Gefangene in Sträflingskleidung, die Hände auf dem Rücken. Die sehen aus wie Mitglieder der Militärakademie im Widerstand gegen Japan. Tut mir leid, dass ich euch damit hineingezogen habe, sagte ich, ich hatte ein schlechtes Gewissen. An dem Abend damals ist auf einmal eine ziemliche Truppe bei uns eingefallen. Wir wurden einer nach dem anderen durchsucht. Selbst die Schuhsohlen wurden abgetrennt und begutachtet. Aber der Schwerpunkt lag in der Aushändigung von Fotos. Am zweitwichtigsten waren Bücher und Briefe und alles, auf dem etwas geschrieben stand. Am Anfang waren wir alle ganz konfus und wussten nicht, wer auffliegen würde. Anschließend wurden wir aus den einzelnen Arbeitsgruppen aussortiert und in der gleichen Nacht noch auf alle Produktionsbrigaden verteilt. Nur der alte Lai rührte sich nicht von der Stelle. Es war noch keine Stunde vergangen und wir waren geplatzt wie die Seifenblasen und verschwanden im großen Strom der normalen Strafgefangenen. Haben nicht alle auf mich geflucht? Dass die Lage wieder schwieriger war, konnte man noch tolerieren. Nicht tolerieren konnten wir, dass wir im Knast saßen und von den Menschen vergessen wurden, dass man uns mit dem Hintern nicht mehr ansah. Aber es ist dir zu verdanken, Bartgesicht, dass sie uns im Ausland durch das Foto wenigstens in Ansätzen zur Kenntnis genommen haben. Aus dem Gefängnistagebuch von Li Bifang. Die Waffen der Moskitos. 12. Juni 1998. Heiter. Moskitos sind eine Waffe. Aber wer hat sie erfunden? Ich habe noch nie so viele Attacken von Moskitos über mich ergehen lassen müssen wie hier drin. Hände und Füße ungeschützt. Die große, menschenleere Zelle nicht zu verteidigen. Die Moskitos machen, was sie wollen. Und wir ziehen die Köpfe ein und ducken uns. Aber wir sind machtlos. Sind es die Moskitos, die danach lechzen, uns zu beißen? Uns das Blut auszusaugen? Oder sind wir es? Wollen wir, dass die Moskitos uns beißen, uns das Blut aussaugen? Oder ist es eine ganz andere Macht, die uns nicht erlaubt, gegen den Moskitos aufzukehren? Eine Kette von Fragen, die von Gefangenen gestellt wird, seit irgendwann vor langer, langer Zeit das erste Gefängnis gebaut wurde. Und wer kommt und löst diese Fragen? Solange ihr Hirn fraglos ist, wissen Gefangene in ihrer ausweglosen Lage, dass wer solche Fragen stellt, verrückt geworden ist. Denn Sträflinge haben kein Recht, Schutz für sich zu verlangen. Auch nicht gegen ein einziges, winziges Moskito. Sträflinge sind wehrlos. Aus Für ein Lied und 100 Lieder von Yao Yiwu. Li Bifang hat mir einmal die Frage gestellt, wenn wir uns mit den Toten vom 4. Juni vergleichen, wer hat dann Glück gehabt, sie oder wir? Es stimmt schon, wer will schon den Henkern zuschauen, wie sie das Messer wetzen und weiter auf den Bühnen dieser Welt ihre Macht zur Schau stellen? 11 Jahre, eine Demokratiebewegung von gewaltigen Dimensionen hat sich in nichts aufgelöst, eine Seifenblase. Die politischen Gefangenen, die schon entlassen sind, wie die, die es noch nicht sind, bilden ein nicht gerade glorreiches Erbe der Gesellschaft und werden von der überwiegenden Macht der Menschen, die dafür gelobt werden, nicht zu viel nach Politik zu fragen, abgelehnt. Von denselben, die sich einmal in Massen und begeistert in die Politik der Straße gestürzt haben. Die Toten sind umsonst gestorben, die Überlebenden leben umsonst. Zwischen den politischen Gefangenen der Mao, der Deng und der Zhang-Ära
gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem Agenten, einem Bauernkaiser und einem Reporter der Zhaodang-Zeitung. Besteht kein wesentlicher Unterschied. Wir sind Humus. Wir geben den großen Bäumen, die ihren Duft überall hin verströmen, Nahrung und Hintergrund. Auf uns wird herumgetrampelt, wir werden besudelt, Tränen fließen zu den Wurzeln. Doch die Geschichte ist ein alter Mann, er hört das unaufhörliche Weinen in der Finsternis nicht. Du bist von Libifang. Du bist in meinem Schädel der Wurm. Die Freiheit ist jenseits der Mauer. Die Geliebte ist jenseits der Mauer. Der Sohn ist jenseits der Mauer. Mutter und Freunde sind jenseits der Mauer. Ich bin im Gefängnis. Du bist in meinem Blut, auch wenn du mich plagst. Von innen heraus machst du mich heil. Aus Für ein Lied und 100 Lieder von Lia Hu. Auf sämtlichen Gängen und Fluren des Gebäudes war die Hölle los. Eine Flöte spielte das uralte Die Sonne sinkt im Abendton, vom Schießen kommt das Bataillon. Und der mit der Erhu spielte die noch ältere traditionelle Melodie, das Wasser des Flusses. Alle gingen mit dem Kopf mit und berauschten sich an sich selbst. Libifran und ich wurden von dieser schwülen Massenunterhaltung aus dem Gebäude getrieben und drehten im Hof unsere Kreise. Um uns herum war ein Kommen und Gehen von Gefangenen. Einige saßen am Fuß der Mauer. Unser Rundgang war so schnell, dass er fast einem kleinen Lauf gleichkam. Manchmal hatte man das Gefühl, mit geneigtem Oberkörper durch ein Meer von Menschen zu drängen. Schau dir die beiden Irren da an, schimpfte jemand lachend. Die rennen im Ochsengatter Richtung Beamtenprüfung. Wir sahen einander an und lachten. Der Himmel verdunkelte sich mehr und mehr, als wollte es anfangen zu schneien. Wir waren schon bei der 30. Runde. Warum stellen Sie mir nicht ein paar von den 89er vor? Fragte ich auf einmal. Die auf dem gleichen Weg sind, werden Sie ohnehin kennenlernen, sagte Libifran. Aber die anderen? Nicht unbedingt. Und Sie? Was ich? Ihr Fall und Ihr Gesicht. Ich habe das Gefühl, es ist auf der einen Seite groß, auf der anderen klein. Unterkiefer und Stirn sind nicht symmetrisch. Was ist da los? Ist das von Natur aus so? Das waren die Schläge des Grenzschutzes, sagte Libifang düster. Während der Studentenunruhen habe ich häufig auf der Straße Reden gehalten und Gedichte geschrieben und sie auf Handzetteln verteilt. Als das Volkskaufhaus in Chengdu in Flammen aufging, war ich vor Ort. Damals gab es Polizisten in Zivil, die Leute aufhetzten, Brände zu legen. Ich vermutete ein Komplott und bin weg. Nach dem 4. Juni hat die Regierung Truppen in Bewegung gesetzt, um die Unruhen zu befrieden. Sie warfen Nebelbomben, verhafteten Leute. Auf der südlichen Straße des Volkes kam es zu blutigen Zusammenstößen. Ich wurde zu einem gesuchten Hauptverbrecher, tat mich notgedrungen mit ein paar Leuten zusammen und floh von Sichuan nach Yunnan. In einem Tempel bestachen wir einen Mönch aus dem Volk der Ketin, der oft Leute über die Grenze brachte. Wir hetzten mehrere Tage und Nächte über Berge und Täler, bis wir draußen waren. Verdammtes Pech. Ja, aber wir waren selber schuld. Auf einmal hatte ich mich im Urwald von Myanmar verirrt. Wir liefen ziellos durch die Gegend, sahen ein paar Stunden lang überhaupt keinen Himmel. Nur ein paar Fetzen Sonnenlicht fielen durch das dichte Blätterdach auf den Boden.
Der Mönch hatte sein Geld bekommen und war schon längst wieder auf dem Rückweg. Alle anderen waren auf mysteriöse Weise verschwunden. Schwer zu sagen, ob sie in einen Hinterhalt geraten waren. Je weiter ich kam, umso mehr bekam ich eine Gänsehaut. Haben Sie den alten Film aus den 50er gesehen? Caravan, Swiss Ring? Die Wege, die da die Waffen und die Opiumhändler gingen. Das heißt, manchmal waren es gar keine Wege und zurück ging es noch weniger. Also ich schwang die Machete, die der Mönch uns da gelassen hatte, und habe mich dabei ganz verheddert. Ich war vollkommen durchgeschwitzt. Und diese Moskitos. Ein Schwarm nach dem anderen rückte an, wie kleine Atombomben explodierten sie vor den Augen. Das war das Vorzeichen des heranrückenden Abends. Ich dachte, das war's. Ich würde in diesem Urwald zugrunde gehen. Als Leckerbissen für die wilden Tiere. Da hörte ich auf einmal neben meinem Ohr den militärischen Befehl: keine Bewegung. Das war Chinesisch. Ganz klar und deutlich. Mein Kopf flog mit einem Brummen davon. Ich bekam weiche Knie und kniete mich auf den Boden. Sie werden lachen, aber ich habe mir in die Hosen gemacht. Sollte die ganze beschwerliche Grenzüberquerung so enden? Anschließend hörte ich: Hände hoch, aufstehen, nicht umdrehen, den Kopf nicht bewegen und losgehen. 1, 2, 3, 4, rechts schwenk. Beide Hände um den Baum legen. Ich folgte brav den Anweisungen, aber meine Hände und Füße zitterten dramatisch. Sie gehorchten mir nicht mehr sonderlich, selbst mein Mund und meine Nase zitterten. Es war vorbei. Es war vorbei, ich würde das Gewehr zu schmecken bekommen. Sie Einfallspinsel! Da haben Sie sich verirrt und sind wieder in China gelandet? Nein, gar nicht. Die Leute in Myanmar können also Chinesisch? Ich war auf einen Volkssoldaten der Kommunisten von Myanmar getroffen. Darunter waren nicht wenige junge Intellektuelle aus Yunnan, die bei der Sicherung der Grenze halfen. Wegen des kommunistischen Ideals einer Befreiung der gesamten Menschheit haben sie lange Jahre einen Guerillakrieg gegen die Regierung in Rangoon geführt. Die Volkssoldaten und die Grenzschützer auf der chinesischen Seite hatten oft miteinander zu tun. Mir wurden die Augen verbunden, die Hände auf den Rücken gefesselt. So kam ich zurück. Um Mitternacht etwa waren die Übergabeformalitäten erledigt und ich wurde in das Büro geführt. Ich hatte so einen Hunger. Mir nagten schon die Würmer im Magen. Als es hell wurde, kam von draußen das Tuckern eines Dieselmotors. Die Tür wurde aufgeschlossen, ein Kämpfer band mir die Hände mit einem langen Seil zusammen und machte einen Knoten in der Größe eines Ochsennasenseils. Das andere Ende band er hinten an diese Art Handtraktor. Der setzte sich in Bewegung. Das Seil zog je an, und es ging über gewundene Ackerpfade immer tiefer in den Wald. Da ich von dem Seil gezogen wurde, rannte ich wie ein Sklave hin und her, tappte rechts und links in Schlammlöcher, und wenn ich nicht aufpasste, rutschte ich aus und fiel hin. Ich wurde eine ganze Strecke mitgeschleift, bis es bergauf ging und das Tempo langsamer wurde. Erst da hatte ich Gelegenheit, wieder auf die Beine zu kommen. Später bin ich dann gegen einen Felsen geschlagen, der im Weg lag. Der Schmerz ging mir durch und ich verlor das Bewusstsein. Ein Eimer kaltes Wasser hat mich wieder zu mir gebracht und ich hatte das undeutliche Gefühl, dass wir angekommen waren. Wieder wurde ich übergeben. Man brachte mich auf einen leeren Platz. 4 Soldaten standen um mich herum und schlugen eine Weile auf mich ein. Mein Gesicht hat Dutzende von Faustschlägen abbekommen, wenn es reicht. Ich vermute, dass sie mir damit den Unterkiefer krumm geschlagen haben. Mit einem Wort, meine glorreiche Visage haben mir die Volksbefreiungssoldaten hinmodelliert, unsere lieben Verwandten. Später hat mir liebe Franck mehrfach von seinem Fall erzählt. Aber mir wollte er immer eher wie ein Aktionskünstler scheinen, der geholfen hatte, ein Wunder herbeiführen zu können. Unsere täglichen Rundgänge hatten wir uns zur Pflicht gemacht. Vor allem im Sommer konnte man sehr lange durch die aufgeheizte Luft laufen.
Der Mond sprang im Abendschein über den Horizont, umgeben von verschwommenen Sternen, die aussahen wie Glasscherben. Ich dachte an Dunhuang, wo ich 1987 gewesen war. Ich hatte in der Mogao-Höhle gewohnt und war mitten in der Nacht mit zwei Malern in die Szene einer Wüstenexpedition in der Gobi eingetaucht. Ich schwenkte die Faust vor Libifons Nase und sagte, die Sterne dort sind so groß, die schmerzen, wenn sie einem gegen die Augen schlagen. Libifon jedoch dachte schon daran, wie man aus dem Gefängnis herauskommen könnte. Meine Freundin wartet jetzt schon so viele Jahre auf mich, heiratet und kriegt Kinder. Ich will ja heiraten und eine Familie gründen, sagte er in einer schwierigen Stimmung. Aber ich bin nicht zufrieden damit. Ich bin und bleibe konterrevolutionär. Ich kann nicht aus meiner Haut. Thank you.
Aus für ein Lied und 100 Lieder von Liao Yiwu. Li Bifeng wurde ein paar Monate nach mir entlassen. Anschließend hat er tatsächlich geheiratet und Nachwuchs bekommen. Um seine Familie zu ernähren und sich einen Lebensunterhalt zu verdienen, verkleidete er sich als Agrarunternehmer. Er war ständig auf Achse. Er arbeitete in der Fabrik, er machte den Manager bei Fräulein Changs Quellwasserfischen. Neben der großen Brücke am Nordtor in Chengdu. Das Resultat war, dass der kleine Laden sehr schnell zu einem Logistikzentrum demokratischer Aktivisten wurde und dort nach und nach Dutzende von Leuten umsonst aßen, tranken und logierten. Im Sommer 1997 hat Li Bifeng dann der ausländischen Human Rights in China und einigen anderen Medien über einen Streik und eine Autobahnblockade von mehreren Tausenden Arbeitern und Angestellten verschiedener Betriebe in Mianyang berichtet, die von der Militärpolizei mit harten Maßnahmen beendet wurde. Und damit die internationale Öffentlichkeit aufgeschreckt. Wie es heißt, hat die Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen aus diesem Anlass eigens eine Untersuchungskommission nach Mianyang geschickt. Nach diesen Ereignissen war Li Bifeng ein Jahr lang auf der Flucht, um einer Verhaftung durch die Behörden der öffentlichen Sicherheit zu entgehen. Eines Tages schließlich hat er sein Heimweh nicht mehr ausgehalten und ist das Risiko eingegangen, heimlich nach Mianyang zurückzukehren, um Frau und Kind zu sehen. Es dauerte nicht einmal eine halbe Stunde und er war entdeckt. An einer Mautstelle waren zwei Polizeiautos herangerast und hatten ihn eingekeilt. Wegen Wirtschaftsbetrugs wurde er zu 7 Jahren verurteilt. Ich weiß ganz genau, dass es keinerlei Sinn hat, einen Anwalt aufzusuchen. Aber ich habe auf wiederholtes, inständiges Bitten seiner Frau trotzdem einen Verteidiger engagiert. Jetzt hat er schon 2,5 Jahre seiner zweiten Haftstrafe abgesessen. Bei einem Treffen hat mir Wang Yanhui erzählt, dass das Geld und die Briefe, die er ihm schickte, alle zurückkommen. Leben und Tod sind weit. Über die Legende von Li Bifeng kann man ein dickes Buch schreiben. Leider konnte ich hier nur ein paar flüchtige Umrisse auf das Papier werfen, um an den Leidensgenossen zu erinnern. Li Bifeng aus dem Gefängnis. Winterschlaf. Doch früh kam Winter. Unsere Bäume verdorrten. Kein Nährstoff mehr, Göttern zu weihen. So fror uns die Zeit übers Haar, grauen, allmählichen Firn. Rissig die Haut wie das Schildpatt der Felder. Der Winter ist da. Wir lieben den Schlaf. Das Herz ist müd. Das Blut ist müd. Wir schlafen unter dem Schnee. In so einem Land bleibt nur der Schlaf. Weiter aus dem Appell zur Freilassung von Li Bifeng, wie man sich Feinde schafft. Als wäre es nicht genug, dass die Polizei diesem Li Bifeng, der so wenig von Politik versteht, über die Jahre hinweg ständig seine mehrere tausend Seiten umfassenden Manuskripte konfisziert hat, müssen sie ihn nun auch noch einsperren? Warum? Xi Jinping, der neue Mann an der Spitze der KP Chinas, müsste doch begreifen. Schließlich saß sein eigener Vater in den Gefängnissen von Mao Zedong, dass ein unschuldig im Gefängnis sitzender, genauso wie ein unschuldig beim Massaker von 1989 getöteter Mensch, große Sympathiewellen provozieren kann. Seit dem Mai dieses Jahres haben bereits mehr als 300 Intellektuelle aus aller Welt einen Appell zur Freilassung von Li Bifeng unterzeichnet. Wir vertrauen darauf, dass es bis zum Jahresende 10.000 sein werden. Wir fordern die chinesische Regierung zur Freilassung von Li Bifeng auf. Unrechtsurteile, Menschenverachtung und das Auseinanderreißen von Familien müssen aufhören. Wenn die Richter, die diesen Fall verhandelt haben, auch nur eine Spur von Menschlichkeit besitzen, können sie sich nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Politische Macht ist nicht zuletzt vor allem dann gefährdet, wenn sie sich selbst Feinde schafft.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns sehr für Ihr Kommen und wir freuen uns, wenn auch Sie heute den Appell zur Freilassung von Li Bifeng unterzeichnen. Vielen Dank. Thank you.